In einer kleinen Backstube im schwäbischen Waiblingen in Süddeutschland fing vor über 100 Jahren alles an. Der gelernte Konditor Theodor Kaiser wurde in seiner Backstube immer wieder von Fliegen gestört. Wie viele Schwaben war auch Theodor Kaiser ein wahrer Tüftler. Zum Fliegenfangen experimentierte er mit Honig und weiteren Zutaten, bis er den richtigen Leim für seinen Fliegenfänger fand. Eine Pionierleistung. Durch eine bis heute geheime Rezeptur haftete der Leim auf seinem Fliegenfänger besser als bei allen zuvor bekannten Fliegenfallen. Mit einem kleinen integrierten Reißnagel war der spiralförmige Fliegenfänger sofort einsatzbereit und lockte Fliegen auf den giftfreien Leim. 1911 hat Theodor Kaiser das Warenzeichen Eroxon beim Patentamt eintragen lassen. Die Geburtsstunde der Marke Eroxon. Der Fliegenfänger wurde mit selbstentwickelten Spezialmaschinen früh rationell hergestellt und fand weltweit reißenden Absatz. Im Jahr 1930 verkaufte Eroxon über 148 Millionen Fliegenfänger. Seither ist Eroxon mit dem Fliegenfänger Weltmarktführer. Den Erfindergeist von damals hat sich das Familienunternehmen aus Waiblingen bis heute bewahrt. Mit vielen Innovationen wurde im Laufe der Zeit ein umfangreiches Sortiment gegen Insekten im Haushalt aufgebaut. Heute ist Eroxon die führende Herstellermarke im deutschen Handel und exportiert in über 30 Länder. Die Produkte von Eroxon gegen Fliegen, Motten, Ameisen und Silberfischchen sind effektiv und unbedenklich in der Anwendung. Ob in der Küche, im Schlafzimmer oder im Wohnbereich. Eroxon-Produkte helfen dabei, sich zu Hause rundum wohlzufühlen.